Also schwingen wir uns anmutig in die Lüfte, wie ein Adler. Okay, da ist eine Treppe. Zur Treppe möchte ich nicht. Ich möchte hier zur Truhe. Sehr schön. Das ist Gruntildas Besitz. Bediene dich, wenn du dich traust. Und wie ich mich traue. Hinein! Njam, njam, njam. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Okay, das war ein schlechter Reim. Cool, wie habe ich das gerade gemacht? Gab es hinter der Kiste noch was? Nein. Okay, jetzt muss ich leider nochmal zurück, denn ich muss ja auch noch die Treppe da hoch. Wasser ist eine feine Sache, man kann sich einfach fallen lassen. Also muss Kazumi nochmal ihre Flugkünste unter Beweis stellen. Diesmal rechts. Denn das Level ist natürlich noch nicht zu Ende. Wäre auch zu schade, wenn das schon der Fall wäre. 92 Noten. Das sieht gut aus. Und jetzt sind wir oben. Wow, hier ist sogar die Musik zu Ende. Ach, und hier gibt es nur Eier. Gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und jede Menge von diesen seltsamen Muscheln. Gibt es hier auch noch was anderes außer... Oh, da ist ein Jinjo. Gibt es hier echt nur Eier? Ah, da sind Noten. Halt. Und da waren, glaube ich, auch Noten, oder? Nee, auch Eier. Okay, Jinjo. Vorsichtig. Ja, und der letzte Jinjo. Jinjo! Jam. Fehlt noch eins. Okay, das ist der Rückweg. Ich bin einmal im Kreis gerannt, also gibt es hier unten nur keine Noten mehr. Den brauchen wir nicht. Wir müssen nach oben. Ne, wir gehen hier lang. Weil ich glaube, ich habe hier auf dem Weg irgendwo Noten gesehen. Ja. 95. 5 brauche ich noch. Genau, und hinterm Leuchtturm ist der Gruntilda-Schalter. Bam. Ja, da kommen wir später hin. Und in den Leuchtturm kann man reingehen. Wir müssen nur die Türe zart öffnen. Ach, da war noch ein Schädel drin. Cool. Noten. Oh. Ja, alle 100. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Ach so, gut. Ich habe nichts gesagt. Hams. Ja, das ist so die extra Belohnung, wenn man alle Puzzleteile kriegt, dann bedankt sich Banyu nochmal. Das konnten wir im ersten Level leider nicht sehen, da wir da eine Termite waren zu dem Zeitpunkt. Gut, damit ist das zweite Level am Ende. Also jetzt gibt es nichts mehr für uns. Nur noch raus aus dem Teil. Hallo? Hallo? Ah, gut. Und ich brauche wieder ein bisschen Musik hier oben. Es ist so einsam. Es ist ja schon fast traurig hier oben. Halt, das ist die falsche Richtung. Oder? Ist das die richtige Richtung? Nee, das ist die richtige Richtung. Du kriegst mich sowieso nicht. Okay, raus hier. Wir haben hier nichts mehr verloren. Ich glaube, hier war der... Nee, hier war der... Nipper oder Snipper oder wie der hieß. Okay. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Gut, jetzt müssen wir nur noch... Nee, ich glaube, da musste ich nicht hoch. Ich musste hier hoch. Oh, wieder so ein komischer Klunko oder Klungo. Ja, da ist das Puzzleteil. Juhu! Ham. Gut, 3 Puzzleteile haben wir. Von 10. Weil Gruntildas Schloss hat ja auch nochmal 10 Teile. Und wir haben jetzt die neue Fähigkeit, also unsere Sprungfähigkeit, halt, das ist das Falsche. Und unten in der Vorhalle, oder was das da auch immer darstellen sollte, gab es ja auch noch so einen Sprung. So eine Sprungplatte. Genau, hier die grüne Sprungplatte. Und da gehen wir jetzt erstmal hoch.
Ah, noch ein Level. Ich will euch ein Rezept verraten. Ich mache den besten Bärenbraten. Ja, das möchte ich nicht unbedingt haben, das Rezept. Und das ist unsere nächste Welt. Und den Platz kennen wir ja schon. Clanker's Cavern. Auch ein sehr cooles Level. Und genau da gehen wir jetzt hin. Na, wo renne ich denn hier lang? Ich könnte jetzt theoretisch schon durch diese Notentür gehen. Diese 180er-Tür, aber mache ich noch nicht, weil das ist sowieso das nächste Level, also gehe ich erstmal in das Level rein. Heben wir uns also für später auf. Und jetzt ist es ganz praktisch, dass ich das hier alles schon erledigt habe, dann brauche ich nur noch durchlaufen. Aber hier verabschiede ich mich von euch, denn hier mache ich beim nächsten Mal weiter. Ich mache erstmal eine Pause.